5 Jahre sind seit dem Ende der Besetzung durch Edwin vergangen. Das Leben ist für uns alle ein ganz anderes. Für Menschen, Aliens und Hybride gleichermaßen. Wie geht es weiter? Sind wir in der Lage, die vielen vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern? Wir werden diese Fragen in einer neuen Sendung mit dem Namen Profile der Wiederherstellung untersuchen. Jede Episode folgt einer Person, die am Wiederaufbau des Planeten arbeitet. Und darüber hinaus. Hören oder sehen Sie uns zu. Wir wollen Ihnen die Welt zeigen. So. Was wollten wir? Das haben wir ja eingefroren. Ich wollte das hier machen, ne? Ja. Okay, dann. Bombendrohung. Ja, gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Ja, die ganzen Dinger sind mittlerweile schwer. Gibt's nichts mehr leicht oder mittel. du hast Medikit. Du hast auch Medikit. Du hast das hier, ja. Du hast Medikit. Wie viele Runden sind das? Eine Begegnung. Okay. Ich sehe das Zielgerät. So schnell wie möglich ausschalten. So, was haben wir denn nach? Und die letzte Einheit, die durch diesen Zugang geht, erhält eine Rüstung während der ganzen Bewegung. Okay. So, du gehst mal hier vor. Die erste Einheit, die durch den Zugang erhält eine Rüstung. Oh, wunderbar. Dann machen wir das so. Und so. Vorrücken, sofort. Lass mal gucken, was uns hier drin erwartet. Auch 100%. Was würde das denn bewirken jetzt hier bei ihm? Das bewirkt mehr, ne? Viel, viel mehr. Das toxische Gift ist zwar gut, aber ey, wenn ich die direkt killen kann. Wenn ich das für dich. 96%. Ah, Crit-Treffer habe ich jetzt gespekuliert. Ja. Ja, er macht ihn natürlich. Ja, komm. So. Was erwartet uns denn hier, meine Herren? Ziel gesichtet. Stoppen Sie das Ding. Oh, ich muss da. Was ich machen? Entschärfen. Oh, okay. Wir müssen da. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Oh, bitte nicht. Bitte nicht schon wieder so einer. So, wer ist denn der Nächste, wo dran ist? Du. Pass mal auf, dann komme ich jetzt hier runter. Ausnahmsweise mal. Nein, nein. Warum kann ich dich jetzt hier nicht anvisieren? Was ist denn jetzt los? Gift spucken? Machen wir das mal. Oh ja, ist cool. Wow, ey, die hat übelst gesessen. Begebe mich zum Ziel. Ja, ich krieg jetzt natürlich eine volle ab. Deaktiviere Zielwaffe. Ne, da geht da oben auf die. Wow. Feuerschutz. Ja. Feuerschutz. Das nächste ist die Otter. Nicht verhindert Verbündeten in der Nähe und gewährt dessen unverzüglich eine zusätzliche Aktion. Jetzt ist die Frage. Wem sollten wir die geben? Ich würde sagen, jetzt noch keinem. Du könntest jetzt ihm. Nee, oder?
Ne, sehe ich das eigentlich noch nicht. Ne, brauche eigentlich nur. Obwohl, es ist ja kostenlos eigentlich. Ist ja eigentlich kostenlos. Dann mach's. Brauchst du Hilfe? Ich kann das ja jede Runde machen. Das ist ja, hat hier nur eine Abgrenzung von einer Runde, von daher. So, die Otter. 91%, komm schon. Das ist halt kalt. Nein, da fehlt natürlich eins. Aber der kann von da unten eigentlich nichts machen, ne? Außer mir jetzt da oben auf den Sack gehen, ja. Oh, wenigstens kann ich meine Wunde selbst behandeln. Keine Munition mehr übrig. What? Ach so, der hat ja da unten, ja. Obwohl, es ist jetzt eigentlich auch egal. Wir könnten Folgendes tun. Was? Wir werden bei dir... Bei wem könnte ich Stummsinn machen? Bei ihm. Bei ihm Stummsinn. Deine Gedanken gehören mir. Überwältigen. Achso. Aber was würde das denn bewirken bei ihm jetzt? Also er wäre gefangen, wenn sie es eh nur bei ihm machen, okay. Das ist ein Nahkampf, achso, das ist, achso, wirklich ein Nahkampfangriff, okay, okay, okay. Gedankenschlag. Moment mal, ich komme an den da unten gar nicht ran. Das gefällt mir jetzt ja gar nicht. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal. Oder? Ja, machen wir das mal. Das Ziel wurde verhaftet. Okay. Was hast du vor? Oh oh. Ja, er kriegt's jetzt, ne? Ja. Das schmerzt. Pass auf, dass es sich nicht entzündet. So, als erstes kriegst... Okay, die stehen alle richtig beschissen da oben, muss ich jetzt gerade mal so nebenbei feststellen. Komm mal hier hin. Bin auf dem Weg. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen verteilen, weil die stehen gerade richtig beschissen da. So, Venedig-Schild. Ich kann dem da unten das nicht geben. Killer 100%. Ja, komm, dann mach den weg. Angriffsfläche verkleinert. So, du gehst hier hin. Deaktivier das Scheißding. Sehr schön. Und schau mal. Kann ich eigentlich... Ah ne, ich kann nicht hoch. Ich kann mich nicht so irgendwie da raushangeln oder so. Gift spucken. Überwältigen. Ja, machen wir das doch mal. Ich hätte dich ohnmächtig quetschen sollen. So, dann... Als nächstes kommst du hier hin. Wow, wenn du triffst, ist der tot. Komm. 100 und alle. Keine Munition mehr. Ich möchte jetzt wirklich gerne austicken. Doch, wo jetzt nicht war. Also pass auf, wo du mal Munition. Waffe bereit. Komm du mal hier hin, weil wir kriegen gleich Besuch. Ja, und das da hat jetzt nichts gebracht. Oh shit. Oh, das wirst du bereuen. Okay, der hat nicht getroffen.
Kinetic Shield. Kann ich dir das jetzt da unten geben, bitte? Nee. Dann gebe ich es dir. Jetzt komm schon, ey. Ah, das ist doch nicht wahr. Okay, du kommst hier hoch. Was habe ich jetzt gemacht? Das war dumm. Naja, das war dumm. Also Verstärkung sehe ich jetzt hier keine. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Schade, dass du mich nicht gewählt hast. Okay, das war's. Gut. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwer zu durchschauen, was da los ist. So, was haben wir? Zwei haben wir verhaftet. Naja. Mal gucken. Okay. Ja, dieser Gesichtslose ist übel. Der ist einfach übel. Weil der heilt sich auch wieder selber, wenn er dran ist. Ganz böse. Nee, haben wir leider nichts gekriegt. Ja, es brennt jetzt. Das habe ich so erwartet. Ausstehende Beförderung. Ich brauche einen Kommunikationstest. Ihr. Legen Sie los. Test, Test, 1, 2, Test. Können Sie mich hören? Ich konnte es spüren. Gut, aber Verge, Sie wissen, wie ein Kommunikationstest läuft? Ja. Dann, Moment mal, nehmen Sie mich auf den Arm? Ha! Ja. Wenigstens sind Sie ehrlich. Okay, der kann jetzt 3 Ladungen. Der wird jetzt richtig gut. Okay. So, dann. Wir haben jetzt Unruhen langsam. Das wird's übel. So. Die Maschinenpistole haben wir jetzt bald fertig. Das ist schon mal gut. Das hier läuft. Kritischer. Naja, jetzt ist. Jetzt müssen wir da rein. Eieiei. Zum Glück habe ich das ja noch gemacht gehabt. So, hier klingt's jetzt bald aus. Es ist eigentlich nur hier. Ansonsten haben wir jetzt überall wirklich Ruhe. Das ist. Richtig, richtig gut. Ja, hier wird es jetzt hässlich, ne? Ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall was machen. Das kann ich natürlich nicht mehr aufschieben. Jetzt muss ich mal gucken. Buchung, Anarchie, ja. Ja, ja, es ist hochgerammert. Vorräte. Müssen wir ganz kurz nochmal in die Waffenkammer. Noch mal ganz kurz gucken, wer da was noch mal hat. Medikit. Ja, jeder Medikit ist auch nicht das. Oh, Buchgeschoss, das ist schon mal gut. Medikit bei ihm, ja. Was habe ich denn eigentlich noch an Reserven da drin? Lass mal gucken. Lenzgranate. Lenzgranate. Wir versuchen es mal. Machen wir mal ein Medikit weniger. Wie gesagt, wir haben eine Heilerin dabei. Und 2 Medikits. So, also wir haben, forschen ja das Maschinen, die Maschinenpistole. So. Benutze ich bei dir ja auch wirklich weniger. Aber hier benutze ich sehr viel. Ja. Dann werden wir als nächstes erforschen, würde ich dann sagen, dass. Sturmgewehr benutze ich auch wenig, weil ich mache bei ihm mehr die Fähigkeiten. Also die Maschinenpistole. Hätten wir auf jeden Fall hier schon mal. Die Pistole. Hier müssen wir mal gucken, ob wir hier die Waffe ändern könnten. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir eine Waffe kaufen könnten und dem eine Maschinenpistole geben könnten. Das würde ich schon sehr begrüßen, weil wenn man das vergleicht. 3-5. Warten wir mal ab. Rüstung hast du das.
ich ganz gut mit dem, ja. Hat die Rüstung. Du hast das Gewebe auch und du hast, glaube ich, auch diesen Ex. Ja. Und mal gucken, vielleicht können wir am Blindermarkt nochmal eine bessere. Aber momentan kommen wir da auch nicht hin. Ja, dann würde ich mal sagen, dann wird das jetzt mal ein kurzerer Part. Aber im nächsten Part gehen wir hier hin. Ja, dann, das müssen wir machen. Da wird kein Weg dran mehr vorbei. Hier brennt's. Hier brennt's gewaltig. Und das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann.